Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Fire TV Cubes, beziehungsweise erstes anschließen, bei mir zweites anschließen, weil ich habe ja schon das US-Modell und tausche das jetzt mit dem deutschen Modell aus, kann euch, weil ich es jetzt eine Weile benutzt habe, aber auch mehr Informationen geben. Ich muss jetzt erstmal nur gucken, welche Fernbedienung welche ist. Die ist es, genau. Das ist die neue. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Ich habe vorhin nach Updates gesucht. Check for Updates, Oktober 9. Ich kann jetzt nochmal checken. Es ist kein neues Update da. Also Deutsch ist noch nicht verfügbar fürs US-Modell. Sobald das zur Verfügung steht, werde ich ein Video machen. So, jetzt werde ich euch erstmal nach unten richten, damit ihr zusehen könnt, wie wir das aufbauen. Ich muss erstmal die Fernbedienung wegpacken. So, uiuiuiuiui. So, die Controller wegpacken. Damit wir hier überall rankommen. So. Wir haben jetzt hier am Fire TV Cube. Hier seht ihr praktisch vom US-Modell von LAN auf Mini-USB. Ist vom US-Modell, kommt auch gleich dahin zu der Fernbedienung. Und am Fire TV Cube direkt habe ich einen USB-Stick, wo ich eigentlich schon Backups drauf hatte und nochmal aktualisieren wollte und ein paar andere Backups machen wollte. Es hat aber nicht mehr geklappt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Video findet ihr in der Videobeschreibung. So, dann HDMI ist ab. So, Stromkabel ist ab. So, jetzt brauchen wir erstmal das. Wie gesagt, hier, das ist lang genug für die Fernbedienung. Und hier kann ich euch das zeigen. Der Unterschied, wie ich es euch gesagt habe, beim US-Modell ist es grau. Und es ist nichts drauf gedruckt beim Gummi. So. Dann können wir den Stromkabel abmachen. Dafür muss ich jetzt hier unten rausziehen. Obwohl. Könnte ich ja gleich Trick 17 machen. Ich mache hier so einen kleinen Knoten ran. So. Und ziehe mir praktisch den neuen Stromkabel gleich nach. Ach, der hängt jetzt bei den HDMIs. Ganz toll. So. Und schon haben wir ihn da. So, dann hier mein Adapter, weil wie gesagt, US-Modell. Wandert dann ins Schlafzimmer. So. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass der auch so ein USB-Stromkabel bekommt. Oder normal oben rund. Aber auf der anderen Seite den Stecker, so wie wir vom Stick und vom Fire TV Box 2 und 3 kennen. Dass wir halt nur diesen Wandadapter haben und da ein USB-Kabel drin machen können. Das hätte ich mir gewünscht. Und dann halt auf so einen runden kommen. Dann hätte man das auch, hätte ich hier noch einen Platz mehr zur Verfügung. Weil ich hätte dann einfach so einen USB nehmen können, der hier an meinem Wand, an meiner Steckdose dran ist. So, das ist halt das US-Modell. Das kommt jetzt runter. Muss mal einen Schluck trinken. Trockenen Hals. So, dann machen wir erstmal den LAN-Adapter ran. Dann HDMI. Aber mit dem LAN-Adapter habe ich es immer, ey. Oder OTG-Kabel kriege ich nie richtig drin.
War doch richtig, aber irgendwie will das immer nicht richtig rein hier, die Scheiße. Doch andersrum. Oh, doch so jetzt. Also da muss Amazon sich was einfallen lassen, das ist echt beschissen reinzumachen, ey. So, und bei dem 1, 2, hier haben wir jetzt, müssen wir jetzt hier rausziehen. 2. Müsste reichen. Wir machen noch mal ein drittes Mal. So, 3. Jetzt habe ich dreimal rausgezogen aus dem Gummi. Der Klinke ist immer noch da. Reicht aus. Und beim Klinke ziehe ich. Muss ich hier aufpassen. So. Zack. Den mache ich jetzt hier durch. So. Zweimal. Dreimal. Den mache ich auch dreimal raus. Reicht komplett aus. Und hier könnt ihr nochmal sehen, dass bei der deutschen Version unten was dran steht. Ich hoffe, man kann es im Video so gut sehen. Ja? Steht was dran. So. Zack. Und den können wir dann hier hinten verlegen, dass der nicht großartig auffällt. So. Ich mache es nämlich hier auf der PlayStation einfach rauf. Da ist es eigentlich gut für alle empfangbar. Ich kann ja mal kurz gucken. Moment. Ich habe mir mal Maßband geholt, dass wir jetzt mal Kontrolle machen können. Also Amazon sagt 30 cm soll es von der Box wegstehen. Nö. Komme ich auf keinen Fall hin. Dann würde es hier vorne irgendwo stehen. Das ist doof. Da kommt meine Tochter zu schnell ran. Also meins steht, die Rückseite ist etwa 16,5 vom Lautsprecher weg, beziehungsweise von der Soundbar weg. Gibt aber auch keine Probleme. Also nicht, dass mir jetzt irgendwie was auffällt. Es ist, ein einziges Problem ist, wenn ihr irgendwas guckt und gerade etwas lauter habt, versteht euch Amazon nicht, weil es halt so nah dran ist. Aber da ihr die Fernbedienung mit Knopf habt, drückt ihr den Knopf und sagt Alexa Stopp, Menü und dann macht sie auch wieder was. Oder ihr brüllt. Funktioniert auch. Aber ich kann momentan das nicht anders machen wegen meiner Tochter. So, jetzt geht's an. So. Hoppala. Ich werde auch mal die PlayStation zusätzlich anmachen. Ach so, die Steckdose ist gar nicht an. Ich werde mal alle Geräte anmachen. In der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. So, wartet. Bevor wir hier weitermachen, PlayStation an, Receiver an, Blu-ray-Player an. So, einige Sachen sind nämlich über einen Verteiler, andere nicht. Jetzt müssen wir warten, bis das hier alles an ist, bevor wir hier weiter einstellen. Ach, jetzt habe ich natürlich die Fernsehfernbedienung nicht genommen. So. Ach Gott. So. PlayStation ist an. Blu-ray-Player sollte auch an sein. Quellen ist an, aber wird gerade nicht. Warum wird das? Passiert hier nichts? Drei Geräte sind an. Fire TV, PlayStation und der Blu-ray Player. Also ich habe definitiv Informationen, dass er angeschlossen ist.
Ach, alles klar. Jetzt ist er ein. Aber warum habe ich ihn denn in... Ach so, ja, weil ich es über den Verteiler dran habe. So, jetzt sind alle Geräte angeschlossen. Jetzt können wir zum Fire TV gehen. So, Haussymbol. Also das Einrichten ist eigentlich kinderleicht. So, Press Start. Oh, endlich. Deutsch ist schon Haken drin. Bestätige nochmal. Fire TV Cube startet. So. Ich empfehle euch auch, weil viele lassen den immer an. Also Fire TV Stick, Box. Ich empfehle euch. Die aktuelle Software wird installiert. Da werde ich auf jeden Fall nachher mal vergleichen zwischen dem und dem anderen, welche Software da drauf ist. Ihr seht, jetzt leuchtet es blau. Wenn ihr das regelmäßig nutzt, das Fire TV, egal welches Fire TV, empfehle ich euch, macht ab und zu einfach den Stromkabel ab, wartet kurz, so 30 Sekunden, macht den Stromkabel wieder ran. Dass er sich nochmal neu komplett hochbootet, dass er Sachen, die temporär immer im Hintergrund laufen, immer alles beendet. Die Schnelligkeit wird's euch zeigen. Das ist viel, viel wert. Oder ihr drückt einfach den Mittelknopf und den Play-Knopf für etwa 5 Sekunden. Dann geht der Fire TV komplett aus und startet neu. Und man sollte auch einmal im Jahr, sagt man, komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen und wieder neu alles einrichten. Mache ich aber auch eher weniger, muss ich sagen. Aber ich sehe es am Fire TV jetzt im Schlafzimmer. Da habe ich also das Fire TV Box 2, habe einen externen Speicher dran, habe 2 Apps drauf, ne 3. Ich habe Tagesschau drauf, ich habe für meine Frau wegen Propaganda-News, wie sie immer so schön sagt, dann habe ich Kodi drauf und was habe ich noch drauf? Kodi und, achso, ja, Join. Die 3 Apps habe ich drauf, mehr nicht. Mehr habe ich nicht drauf. Auch kein Backup oder irgendwas dergleichen, ist alles leer. Und selbst diese 3 Apps habe ich, ihr sagt, auf SD-Karte bzw. auf den USB-Stick verschieben. Nee, ist eine SD-Karte. Beim zweiten ist eine SD-Karte, beim ersten ist ein USB-Stick, genau. Und hat da viele Sachen ausgelagert auf dem USB-Stick. Ich habe nur noch 600 oder 500 MB frei. Da ist so viel Zeug, Müllzeug drauf, was ich komplett mal leer machen muss. So. Vielleicht sagt er ja jetzt auch, weil ich die neue Software hier drauf habe, bei Amazon merkt sich das mit der IP-Adresse und so. Und dann kann ich mit dem Fire TV Cube US-Version vielleicht auch endlich ein deutsches Update machen. Es ist ja möglich. Eventuell. Weil ihr werdet sehen, wie gesagt, ihr habt gesehen, ich habe ihn ausgepackt, ich habe nichts gemacht, ich habe nur ausgepackt und angeschlossen und ihr werdet sehen, mein Konto ist schon vorhanden. Laut IP-Adresse, ich war ja heute auf Amazon. Ich war auch mit meinem Fire TV Cube auf Amazon und heute früh mit meinem Fire TV Box 2 auf Amazon. Aktuelle Software wird ja schon wieder... So. Updates werden abgeschlossen. Das dauert halt bei dem immer was länger. So, nee. Das ist das erste Mal, dass ich ein Fire TV Gerät habe, dass er sagt, ich soll mich anmelden. Sonst ist das immer drin. Moment, ich mach mal. So, Anmeldung läuft. So. Amazon Fire TV Cube ist auf Daniel angemeldet. Möchtest du dieses Konto verwenden? Na da, klar möchte ich das verwenden. So, ihr Fire TV Cube wurde gleich... Aua! Gleichermaßen für Kinder und Eltern entwickelt.
Kindersicherung aktivieren, keine Kindersicherung. Ich brauche keine Kindersicherung, weil ich bin immer im Wohnzimmer und habe immer Zugriff drauf. Wähle Apps. Apps auswählen. Mal gucken. Scheiße, ich sehe es schon. Na, mal gucken. Pluton nehmen wir auf jeden Fall. Netz brauchen wir eigentlich nicht. Da habe ich eine andere App dafür. Da ist das dann mit drin. Ja. So. Ah, doch. Join ist mit bei. Join, das brauchen wir alles nicht. Tatort und so einen Scheiß brauchen wir auch nicht. Sport, erst recht nicht. Fuck. Warum wird denn hier nur Firefox angeboten? Dabei ist doch eigentlich der normale Internetbrowser, also Silk, von Amazon. Den will ich doch lieber haben. Welt, Nachrichten, naja, den nehmen wir auch mal. So. Fertig. So, beenden. So, Geräte durch Alexa aktivieren. Alexa, ach, das ist so schön, dass man es jetzt endlich lesen kann. Bei der Einrichtung Ihres Fernsehgerätes, Ihrer Soundbar und Ihres Receivers anleiten. Beachten Sie, dass Fire TV Cube eine sichere Sichtverbindung zu den Geräten benötigt. Drücken Sie ein paar Mal, was, um ein paar Tipps zu erhalten. So, hier haben wir dann Tipps. Ja, also innen drinnen ist okay oder hier oben. Und wir haben es mittig hier oben. Also wir haben eine Sichtverbindung, würde ich jetzt mal so behaupten. Weil hier unten ist ja der auch neben dem Gerät. In einem Schrank darf es nicht sein und zu nah an der Box darf es auch nicht sein. Okay, wir können es ja mal führt einrichten. Nur führt einrichten holen wir uns die Box mal hier ganz nach vorne. Dann haben wir locker die 30 cm, aber dicke. Und sagen, okay, weiter. Einrichtung wird vorbereitet. Dies kann einige Sekunden dauern. So, Fire TV Cube benötigt sichtbare Verbindung. Ja, das wissen wir ja, haben wir ja schon gemacht. So, Ihr Fernsehgerät ist jetzt eingerichtet. Wenn Sie Soundbar oder AV-Receiver haben, fügen Sie Gerät hinzu. Sie können jederzeit die Einstellung ändern, das weiß ich. Ich habe eine Soundbar. Und meine Soundbar ist von Yamaha. Beim nächsten Schritt wird etwas Musik spielen. Achso, das kennen wir ja schon vom Englischen. Ja. Als nächstes wird die Musik stumm geschaltet. Ist stumm. Okay, wir werden jetzt Musik wieder abspielen. Ja. Wir werden Ihre Soundbar jetzt ein- und ausschalten. Ihre Soundbar wird ausgeschaltet. Och. Dies kann eine Minute dauern. Bitte Och. Warten Sie. Ist das schön? Och, Alexa quatscht wieder Deutsch mit mir. Schön. Och. Und ich finde... Wenn sich Ihre Soundbar ausgeschaltet hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ich kann auch Ja drücken, also okay, aber egal, ich mach Vorspulen. Oh, die englische Alexa hört sich scheiße an. Ihre Soundbar wird erneut eingeschaltet. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warten Sie. Ist schon an. Ja. Beim nächsten Schritt wie Fire TV Cube mit der Soundbar verbunden ist. Weiter. Wie ist denn die Soundbar verbunden? Über HDMI. Nee. Auf welchem Soundbar gerade eingestellt? Drücken Sie. Ein Soundbar. Optical AV Audio. Genau, über Optical bin ich dran. Ich habe nämlich vom TV einen optischen zum... So, Sie können jetzt zu den Einstellungen wechseln, um Sprachsteuerung für Ihr Kabel oder Satelliten hinzuzufügen. Ja, machen wir doch mal. Oh, Startseite, meine Videos,
Filme, Serien, Apps, Einstellungen. Oh, ist das schön, Leute. Ihr könnt gar nicht, auch ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das ist. Oh, herrlich. Herrlich. Ja, das ist aber hier durcheinander. Das wollen wir jetzt hier nicht. Das kommt weg. So. Jetzt gehen wir einfach mal die Liste durch. Das kann im Hintergrund runterladen. Ja. Join ist schon runtergeladen. Welt. Ist das schon fertig? Ja. Ach, brauchen wir nicht. So, alle. So, dann das runterladen. Lust auf neue Erlebnisse? Mit Momondo findest du jetzt heraus, ob die Preise fallen könnten. Ja, da ist es gerade, läuft jetzt im Hintergrund. Top-Vergleichsportal 2018. Elite-Partner bringt nichts, wenn man sich nicht anmeldet. Elite-Partner für Singles mit Niveau. Der Winter kommt schneller, als man denkt. Point S und Out. Ja, App verlassen. Ach, gut, dann ist er wenigstens stumm jetzt endlich. So, die wichtigsten Apps haben wir. Das kann nach unten. Das kann nach unten. Das kann auch nach unten. Das muss hoch. Definitiv muss das hoch. Das ist Fotoguru ist meine Cloud-App, wo ich auf alle meine Clouds zugreifen kann, wo ich, also beziehungsweise jetzt vermehrt OneDrive, wo ich meine Fotos und Videos vom Handy sichere, wenn wir jetzt Familienurlaub hatten oder so und da gucken wir uns dann am TV über die App dann halt immer die Fotos an. So, YouTube kommt nach vorne. So, Amazon Fotos. Brauche ich jetzt nicht so oft, das kommt nach hinten. Musik brauche ich schon öfters, aber Join ist wichtiger. So, kann so bleiben. Das ist alles uninteressant. Ich sehe es nicht. Da, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt fragt sich wieder, ja, wir haben doch YouTube. Wozu brauchst du denn dann noch den Internetbrowser? Ja, über den Internetbrowser mache ich andere Sachen. Da kann ich zum Beispiel auf VK zugreifen oder andere Plattformen, die es hier halt nicht jetzt gibt als App. So, Facebook Watch brauche ich jetzt nicht. Es funktioniert auch ganz gut, kann man sich seine Facebook-Videos angucken. Vimeo brauche ich nicht, pur VPN brauche ich, definitiv. Das muss gleich wieder ganz hoch. Da muss ich mich wieder anmelden. So, und dann den ersten Datei Explorer brauche ich. Der muss nicht ganz hoch sein, der kann oben da sein irgendwo. Den brauchen wir nachher gleich, um alles wieder einzurichten und unsere Backups wiederherzustellen. Dann brauche ich unbedingt den VLC-Player. Der muss aber auch nicht so weit oben sein. Aber ich werde mir jetzt mal hoch machen. Der ist für die Fotoguru-App, die ich euch eben gesagt habe. Wo ist er? Hier oben. Weil der normale Media-Player von Amazon mit der App zusammen kacke ist, wenn ihr Videos gucken wollt. Also ihr habt jetzt ein Video aufgemacht im Wildpark, so wie wir jetzt im Wildpark. Oder die Videos von der Geburt oder so oder nach der Geburt von unserer Tochter, wenn wir die uns angucken wollen, die jetzt bei OneDrive sind, über den normalen Media Player, der im Fire TV integriert ist, stockt es, ruckelt es, ist kacke. Deswegen habe ich im Fotoguru gesagt, ich möchte die App VLC Player benutzen als Media Player. Funktioniert wunderbar, ohne ruckeln, ohne irgendwas. So, dann will ich auf jeden Fall meine Landschaftsteile hier wieder haben.
Ja, da wird jetzt der eine oder andere sagen, so ein Blödsinn. Für euch vielleicht, ja, für mich ist das so geil. Auch hier mit dem Wetter. Da hast du dann, kannst du dann schön Amazon Musik anmachen. So, und dann haust du dann halt hier irgend so eine App rein. Ein Wald oder die Wetter-App. Und hast deine Musik und einen schönen Hintergrund. Finde ich persönlich sehr, sehr toll. So. Propagandashow brauchen wir auch noch. Nicht rein. Für meine Frau. So. Machen die Videodienste alle nach vorne. So, das ist auch ein Videodienst. So, Spotify brauche ich so an sich eigentlich nicht. Ich aktiviere es mir halt mal zur Sicherheit. Weil ein paar Dinger habe ich, die gibt es bei Amazon nicht, die gibt es nur bei Spotify. Und Hörbücher haben sie da halt auch schöne. So. Und schon habe ich meine Grundeinstellung hier so, wie ich sie haben möchte. Mit den Apps. So. Meine Videos. Och, meine Watchlist. Och, und alles so schön in Deutsch. Und Join. Die normale Join-App. Oh, ist das schön. Och, herrlich. So ist es schön, so muss es sein. So, haben wir nur noch Filme. Steht auch jetzt Filme da und Serien, nicht TV. Shows. Hier nochmal Apps und hier seht ihr auch Join direkt. Funk braucht kein Mensch und Scheiß. Hier Daily Me kann ich euch nur empfehlen. Da sind Haufen Apps drin. Ihr könnt da gratis Filme und Serien gucken. Da ist Netzkino drin, also eine App, das ist eine Mediathek sozusagen, eine App mit ganz viel drin. UTV ist auch geil, gibt es auch Free-Version, dann könnt ihr auch einen Film aufnehmen und sowas alles oder machen die für euch, ihr könnt euch dann angucken. Gratis habt ihr aber halt nicht so viel Speicher und nur SD-Qualität. Unterhaltung, haben wir hier noch was Neues dazu gekriegt, irgendwas? Nö. Hier beim ersten... Da soll die Mediathek jetzt auch verbessert worden sein. Soll so ein bisschen wie Netflix aussehen. Also jetzt die Bilder jetzt sehen jetzt nicht so direkt danach aus. Habe ich nur gelesen in einem Forum. Ich habe die App nicht. Ich werde sie auch nicht runterladen und nicht nutzen. So, im ersten Augenblick sehe ich jetzt hier nichts Neues. Gut, dann können wir hier mal weitermachen. Einstellungen. Ich habe 15 Nachrichten. Ja, alle Apps installiert. Okay. Deswegen hat die Fernbedienung jetzt gerade nicht hingehauen. Die wird gerade aktualisiert. Also das auch erst seit dem Cube, dass selbst die Fernbedienung aktualisiert wird. Ach, da geht's doch alles. Alle verwerfen, so. Apps. Ich bin mal gespannt. So. Also hier habe ich sogar mehr Speicher. 12,98. Bei dem anderen waren 12,35. Bei dem US-Modell. Habe jetzt noch 11, noch was frei. Ich will jetzt nur mal gucken, nicht, dass ich da was Falsches erzählt habe.
Berechtigung. Kann ich nichts machen. App starten, stoppen, deinstallieren. Nee, ich kann sie definitiv nicht verschieben. Ich habe hier auch nirgendwo... Hier, Standort verweigern, Speicher verweigern. Also Speicher kann ich nicht einstellen. Ich kann halt nur sagen, dass er auf den Standort zugreifen darf. Stoppen, erzwingen, deinstallieren. Nee, ich kann es halt definitiv nicht. Also Speicher ist hier wohl bei allen blockiert. Also ich habe die Funktion Speicher, kann damit aber nichts anfangen, weil es funktioniert nicht. So, dann haben wir das überprüft. Geräte steuern, da wollte ich ja rein. So, automatisch erkennen, Geräte verwalten. Gerät hinzufügen. Wir haben den Fernseher, Soundbar, Fire TV Cube. Der Fire TV Cube muss drin stehen, ist ja, ja Gerät hinzufügen. Das hat Spielekonsole, PlayStation. Auf welchen haben wir ein PlayStation? Scheiße. Auf. HDMI 4, glaube ich. Eingang, Soundbar, optisch. Ja! Sie vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücken, jetzt versuchen Sie, ich zu Fire TV Cube zurückzukehren. Ja! Drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen, wenn Fire TV Cube angezeigt wird. Yes! Oh, ist das geil, Leute. Oh, ist das geil. So. Receiver und so kann ich jetzt nicht machen. Die sind halt alle über den Verteiler angeschlossen. Aber Gerät hinzufügen. Blu-ray. Der ist auf 3. Nee. 1. HDMI Output, genau. Der ist auf 1. Eingang Soundbar optisch. Weiter. Drücken Sie Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücken Sie Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Doch, wurde auf richtige Gerät umgeschalten. Jetzt versuchen Sie, ich zu Fire TV Cube zurückzukehren. Jo, hat geklappt. Fertig. Oh, Leute, ist das geil. Leute, ist das geil. Oh, so muss das sein. Ich glaube, ich werde mir mal einen anderen HDMI-Verteiler holen oder mehrere kleine holen, wo ich den Blu-ray-Player schon über einen Verteiler ranmachen, weil an meinem
ein Dreamscreen, ja, was halt mein Ambilight macht, immer ausgeschalten hat. Also das Bild weggemacht hat oder so. Deswegen habe ich den halt direkt dran. Ich kann dann mein Dreamscreen normal benutzen und mir bleibt das Bild nicht weg. So, wir können also hinzufügen Kabel, also eine Kabelbox, eine Satellitenbox, eine Spielekonsole, Xbox. Richten Sie Gerät ein, damit Fire TV Alexa Gerät wechseln kann. Also wir haben PlayStation drinne, haben wir jetzt schon eingestellt. Spielekonsole. Ich weiß nicht, ob sie damit Switch meinen oder irgendwelche älteren Geräte, PS3 zum Beispiel. Nee, da stand ja nur PlayStation. Keine Ahnung. Xbox ist Xbox. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da werden alle bei Xbox drinne sein. Media Player, Apple TV, Roku ist in Deutschland noch nicht so verbreitet. Roku hat in Amerika, also es ist halt nur eine Box mit Apps drauf sozusagen, ist wie ein Android-TV-Box, aber halt schneller und besser und hast du nicht gesehen, hat in Amerika mehr Marktanteil als Amazon. Amazon hat in Amerika 30% Marktanteil und soweit ich gelesen habe, und Roku 40 oder so. DVD-Player, DVR, TiVo. TiVo habe ich auch mal gelesen. Wüsste ich jetzt aber nicht. So. Das sind halt die Wörter, die wir wahrscheinlich benutzen können. Ich habe jetzt den zweiten HDMI, habe ich jetzt ja nicht belegt. Da könnte ich jetzt... Ja, müsste ich mal gucken. Müsste ich dann halt so anschließen. Ich könnte den Fire TV dann halt über einen extra Verteiler machen irgendwie. Dass ich da das Ambilight habe, weil der Fire TV, der läuft jetzt über Ambilight, also immer wenn, das ist halt bei dem neuen jetzt, ich hoffe, dass bei dem bei der Version jetzt nicht mehr ist, das ist jetzt hinterm Schrank. Also dahinter mein Ambilight. Ja, also das ist ein kleiner Kasten, wo drei HDMI-Eingänge habe, ein Ausgang, der geht dann halt zum TV und ein Kabel, der zu den LEDs geht, die hinterm TV angebracht sind und also LED-Leiste ringsherum und einmal Strom. Und dadurch habe ich ein Ambilight, obwohl es kein Philips ist. Aber immer wenn ich hier, seit ich Fire TV Cube habe, macht er mir den aus und ich muss den separat einschalten. So, egal. Wir brauchen kein Gerät mehr hinzufügen. Wir haben jetzt den Fernseher drin. Wir haben die Soundbar. Fire TV Cube haben wir drin. Blu-ray und PlayStation. Definiere Kurzbefehl entfernen. Diesen Kurzbefehl entfernen. Nö, wollen wir nicht. Geräteoption. Zuvor. Okay, wir lassen das jetzt einfach mal so. Geräte neu einrichten. Gerätesteuerung automatisch. Aus. Manuell automatisch. Fernseher und Audiogeräte ein und Audiogeräte ein und wechselt Eingänge nur wenn Sie ausdrücklich danach fragen. Fernseh- und Audiogeräte automatisch ein und wechselt Eingänge, wenn Sie etwas ansehen möchten und danach fragen. Genau, das wollen wir. So, das ist schon mal schön. Ja, Mausi, ich sehe dich. Amazon Fire Game Controller können wir auch wieder hinzufügen. Das hatten sie ja mal weggemacht. Mobilgeräte hinzufügen. Oh, die Anker X taucht hier auf. Gerät gekoppelt. Wartet mal. Mobile Geräte hinzufügen. Über was funktioniert denn das? Über Bluetooth, wa? Da muss ich bei mir jetzt erstmal Bluetooth anmachen. Ich bin auch sichtbar, glaube ich, wa? Ja, ich bin sichtbar.
Mobile Geräte hinzufügen. Mobile Geräte werden gesucht. Ja, mein Samsung TV müsste eigentlich auch finden. So, suchen. So, also er findet schon mal die Anchor-Ex. Aber, doch, da Huawei von Odin. So, Zugriff. Es wird der gleiche Code angezeigt. Verbinden. Per. So, ich bin verbunden. Gerät verbunden. Was können wir jetzt darüber machen? So, jetzt verbinde ich wieder. Jetzt muss er gleich wieder, ja, verbunden. Funktioniert. Mobiles Audio. Okay, was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach mal... Das habe ich noch nie versucht, ey. Ah! Gut, ich kann dann halt hier drüber Gespräche führen und Audio wiedergeben. Das ist schon mal cool. So, können wir drinnen lassen. Bei mobile Controller, da könnt ihr auch einen PlayStation 4 Controller anschließen, wenn das immer noch geht. Am PlayStation 4 Controller habt ihr auf der linken Seite, da wo das Steuerkreuz ist, hinten so ein kleines Loch. Da mit einem stumpfen Gegenstand reinpieken, dann blinkt die LED-Leuchte vorne, also die Lightbar, weiß, so pulsierend. Und dann geht er hier einfach rein, Controller, dann sucht er einen Controller, dann findet er den PlayStation Controller, sagt okay. Und dann ist der PlayStation Controller mit eurem Fire TV verbunden, dann könnt ihr den für Spiele benutzen. Andere Bluetooth-Geräte. Alexa. Ja, da sagt sie gleich, nur weil ich sage. So, Einstellungen. Kindersicherung aus. Datenschutz an. Ihre Werbe-ID. Ja, kannst du ruhig machen, ist mir scheißegal. Datenüberwachung aus. Benachrichtigungen. Nicht unterbrechen, das ist wichtig. Und zu allen Nachrichten wird empfohlen Standort Zeitzone. Zeitzone. Oh, geil, Europa. Osteuropäische Sommerzeit, britische, Moskauer. So, müssten wir doch hier Volgograd, Moskauer, Ost. Mitteleuropäische Sommerzeit, irische Sommerzeit. Wir sind mitteleuropäische Zeit, glaube ich. 15:50. Haut sogar hin. Super. Sprache. Oh, Deutsch, endlich. Meter, Einheit, an oder aus, natürlich an. Empfohlene Inhalte. Automatische Videowiedergabe, Benachrichtigung hatten wir schon gemacht. Schön. Mein Fire TV. Entwickleroption. An. Installation von anderen Applikationen erlauben. Nee, das, bei dem machen wir es aus. Nicht, dass er da irgendwelche irgendwas da installiert. Das wollen wir nicht. Aber wir haben gar nicht die Möglichkeit, allgemein unbekannte Apps zu sagen. Vorher war hier einfach nur allgemein an.
Na egal. So, Infos. Und zwar, also wenn ihr jetzt die US-Version habt, ich habe die jetzt ja nicht an. Ich kann es von daher nicht gleich sagen. Also auf jeden Fall haben wir mehr Speicher jetzt zur Verfügung. Und wir sind auf Fire TV Startseitenversion Modell 0-0. Und oben drüber bei Fire TV Startseitenversion sind wir bei 6.1.8.0-720. Also das ist nur vom Start, also das Startverzeichnis irgendwie. Seriennummer haben wir, Datum haben wir alles. Update installieren. Updates werden abgeschlossen. Ach, ich habe so ja schon ein Update noch drauf. Na, dann müssen wir noch kurz warten. Wir haben so ja schon wieder ein Update da. Wir haben eben ein Update gemacht und es ist schon wieder ein Update da. So. Nach Update suchen. Gut, haben wir nichts mehr. Also wir sind jetzt auf FireOS 7.2.0.4 in Klammern PS7204/1044. So, das normale Einrichten sind wir jetzt fertig. Wir können Join benutzen. Wir haben unsere Apps da, nicht alle, da mache ich ein separates Video nochmal dazu. Weil das wird sowieso geclaimed, das Video, da gibt es keine Werbung. Ist dann bestimmt wieder werbeunfreundlich. Deswegen mache ich das in einem separaten Video. Ich hoffe, hat euch gefallen mit dem neuen Fire TV. Jetzt endlich in Deutsch und wir können auch sagen, Alexa, wer bin ich? Ich weiß nicht, wer spricht, aber du befindest dich in Daniels Konto. Oh, hört ihr das? Oh, ist das nicht schön? Das muss ich aber auch noch in Odin umändern. Irgendwann mal. Alexa? Wie ist das Wetter in Berlin? In Berlin beträgt die Temperatur momentan 15 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Schön. Heute ist mit Wolken und Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur von 16 Grad und einer Tiefsttemperatur von 9 Grad zu rechnen. Alexa? Wie geht es dir? Dankeschön. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet heute. Aber heute Nacht kann ich ja ein bisschen meine Stimme schonen. Und jetzt auch mit dem Hintergrundbild, das haben sie beim vorletzten Update mit hinzugefügt. Och, ist das nicht schön? Und die Deutsche hört sich halt einfach viel, viel schöner und freundlicher an als das US-Ding. Also, als die US-Alexa. Alexa? PlayStation? Alexa? Wechsel zu PlayStation? Okay. Jetzt ist der interne Lautsprecher. Alexa? Wechsel zu Blu-ray Player? Ich kann diesen Input auf diesem Gerät nicht einstellen. Wechsel zu Blu-ray Player. Alexa? Blu-ray Player? Alexa? Soundbar on? Okay. Alexa? Wechsel zu Blu-ray Player? Okay. Jetzt hat er das gemacht. Alexa? Wechsel zu Fire TV Cube? Ach, ist das schön. Ist das nicht schön, Leute? Oh, schön. So muss das sein. Alexa? Home Menü? Entschuldigung, etwas ist schiefgelaufen. Alexa? Startbildschirm? Ja, ich bin immer noch ein bisschen beim Englischen drin mit Home Menü und so weiter. Aber ihr seht, ich kann sie jetzt endlich auf Deutsch steuern. Sie erzählt mir auf Deutsch was. Ich kann auch jetzt... Alexa? Öffne Join. Da
Das hier habe ich gefunden. Alexa, Start Join. Das hier habe ich gefunden. Na gut, das will er jetzt noch nicht machen. Alexa, starte Join Streaming-Dienst. Das hier habe ich gefunden. Alexa, starte App Join. Das hier habe ich gefunden. Alexa, starte Tagesschau. Hier ist Tagesschau. Alexa, starte Join. Ja, das will er halt noch nicht. Das hier habe ich gefunden. Also Join will er nicht öffnen. Alexa, starte Fotoguru. Okay. Ja, das ist jetzt Amazon Fotos. Alexa, Startmenü. Entschuldigung, etwas ist schiefgelaufen. Alexa, Home-Menü. Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Alexa, Startseite. Aha, Startseite, okay. Alexa, öffne Fotoguru. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Alexa, starte Fotoguru. Hallo, ich bin schon eingeschaltet. Alexa, starte Fotoguru. Okay. Nee, der macht automatisch das. Also der haut noch nicht alles so hin, wie es eigentlich hinhauen soll. Alexa, starte Pluto. Suche läuft. Alexa, starte Pluto TV. Die Verbindung mit konnte nicht hergestellt werden. Alexa, starte Pluto TV. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen. Alexa, starte Pluto TV. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Bluetooth TV finden. Ne, Bluetooth macht da daraus, aber soll Pluto sein. Alexa, öffne Pluto TV. Musiccast ist aktiviert. Möchtest du den Skill öffnen? Ja. Du hast den Yamaha Musiccast Skill erfolgreich installiert. Mit diesem Skill kannst du dein cooles Musiccast-System mit deiner schönen Stimme steuern. Du kannst zum Beispiel folgende Funktionen steuern: einschalten, ausschalten. Ah, okay. Also es funktioniert noch nicht alles, alle Apps. Na, Amazon Music brauche ich nicht testen, das klappt hundertprozentig. Alexa, starte Internetbrowser. Entschuldigung, etwas ist schiefgelaufen. Alexa, Start ES-Datei Explorer. Das hier habe ich gefunden. Er findet es halt nur, aber... Alexa, starte ES-File Explorer. Hier ist es File Explorer. Gut, also das startet er auf jeden Fall schon mal. Also den können wir gleich mal einrichten. Sie haben den Zugriff auf Speicher noch nicht erlaubt. Kann ES deshalb keine Bilder, Medien sowie Dienste der Dokumentverwaltung nicht anbieten. Erlauben Sie bitte Zugriff. Erlauben. Zustimmen und weiter. Okay, also jetzt haben wir es hier erlaubt. Das hat er mir bei der US, also aber beim US nicht gezeigt. Ich bin falsch, ich wollte bei Apps rein.
Ah, Speicher erteilt. Also ich habe jetzt auch die Erlaubnis für Speicher. Gut, also das ist schon mal positiv. Cloud speichern. Mit anderen Dienst anmelden. So, ich werde mich jetzt erstmal bei OneDrive anmelden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich werde, wie gesagt, noch ein Video machen, wo wir dann halt jetzt die Sachen einstellen und installieren werden, die ich brauche und haben will. Und auch die Backups wiederherstellen werden. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich bin dann jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.